übertrieben gierig. Schneide das rein, gierig. Das ist ein Superheld, der geht nachts mal raus und fliegt auf seine Unterhose rum. Meine Versteckbrille dabei, das ist Superman-Brille wie bei Ken. Wir waren so Parkdeck-Jungs, also wir standen immer im Kreis mit 30 Russen und haben einfach Bier getrunken. Es waren 5 Mädchen dabei, die jedes Mal im Kreis gingen. Heute ist er mit der zusammen, am nächsten Tag ist der andere mit der zusammen, weißt du, das ist so typisch. Ich suche die richtige fürs Leben. Was soll das denn? Außenseiter! Ja, das ist krank. Sein erstes muss dir optisch gefallen, so von dem ersten Eindruck, und dann, wenn man ins Gespräch kommt, muss dir auch so vom Charakter her gefallen. Wenn beides funktioniert, dann wäre es gut, aber es funktioniert irgendwie selten. Ja, bei der Frage, was ist dir lieber, schön oder klug? Du sitzt so da und sagst, Mann, du bist doch ein Lügner und du sagst klug, also. Ich hab schön gesagt. Zahnbürste? Boah, die hab ich nicht dabei. Musst du so laut sagen, wie jetzt denke ich mir, die wird das bestimmt erwähnen, die Frau. Ich wollte schon Max so ein Zeichen geben, Max, aber Jacks ein bisschen besser. Wir sind ausgebremst worden, irgendwann zwischen 18 und 22. Wir sind stehen geblieben. Ja. Wir wissen gar nicht, was wir sind, erwachsen oder Kinder. Vor allem bei denen, weißt du, man den, bei unseren Freunden sieht man, dass die älter geworden sind, die sind breiter. Man sieht einfach dieses Erwachsene. Bei uns ist das komische. Das sieht besser aus. Wenn wir jetzt Fotos anschauen von uns vor ein paar Jahren, wir sehen jetzt, also jetzt ohne eingebürgt, wir sehen jetzt besser aus als damals, weil wir damals richtig hässlich waren. Ja, wir waren mega hässlich, übertrieben. Also wenn du jetzt denkst, wir sind jetzt hässlich, dann müssen wir die alten Fotos anschauen. Die mal da checken. Es ist ja kalt in Bayern, ich habe 2 Hosen an, da ist ja noch eine Hose drunter und ich musste sie hochziehen, weil das war ein bisschen unangenehm. Die war schon hier irgendwo. Also man sieht da noch nicht viel, es könnten auch Boxershorts sein. Nee, das sind so richtig lange Dinger, oder? Das ist eine ganze Hose, die ist voll dick auch. Ja, man, es sieht scheiße aus, aber es ist warm. Ne? Habt ihr schon eine Bude? Oh ja, und das wird lustig, weil der geht also getrennte Wohnungen. Echt? Das ist ja das Witzige. Das ist was Neues für unsere Fans, weil wir kennen uns ja nur zusammen. Wir haben jetzt bis jetzt immer zusammengelebt. Aber langsam mit so 27 wird es natürlich, man will mal auch ein Mädchen so vorbeibringen und sagen, hey, siehst du da, das ist mein Bruder, er wird nicht mit uns für immer bedarf, für immer in deiner Wohnung. Wir kuscheln jetzt und einfach mal. Wir kriegen immer so ein komisches Bild von uns beiden. Vor allem, jeder war in seinem Zimmer an bisher. Also der war in seinem Zimmer, ich in meinem, und bis zu hinten bräuchte ich also zu Fuß in diesem Haus. Und dieses 3 Minuten. Das er hat so eine 40 Quadratmeter und bei mir 50 Quadratmeter. Das ist halt extrem wenig im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Aber weit auseinander? Nee. Zu Fuß. Eine Minute. Ah. Musstest du doch sagen, dann heißt es. Am besten vorbei. Video Rush Hour. Montag, Dienstag, 18 Uhr, live und exklusiv auf myvideo.de.